Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und ja, mit einer total spannenden Folge heute. Ich habe nämlich die wunderbare Yvonne Muhlen da. Ich freue mich sehr. Hallo Yvonne. Herzlich willkommen, danke schön, danke für die Einladung. Ich glaube, viele kennen sie, wer sie nicht kennt, Yvonne. Ja, war, glaube ich, mal Schauspielerin. Ich glaube, bei Köln 50667, riesige YouTube-Kanäle, großen Instagram-Kanal, das mich besonders fasziniert hat. Germany's Sexiest Vegan, ja, das ist klasse. Stimmt, ja, der war 2019 und, auch noch dabei. Genau. Ja, und, danke. Ja, hast auch wirklich, glaube ich, sehr erfolgreiches Buch geschrieben. Danke, Ex-Freund, jetzt weiß ich, was ich nicht will. Und passt insofern, wir können ja schon im Titel, werdet ihr schon merken, ja, auch die Yvonne kennt sich aus mit toxischen Beziehungen, ist das richtig? Leider Gottes, ne? Aber ich habe ja mittlerweile das Positive daraus gezogen. Ja, etwas, also. Ja, so wir sind so zusammengekommen, weil wir beide Sommerhaus der Stars ja, drauf reagieren, reacten und ja, da gibt es also einiges zu erzählen. Ihr findet auf Yvonnes Kanal, das werde ich auch verlinken unten, findet ihr auch ja, eine Reaction auf Sommerhaus der Stars und mit vielen Fragen rund um toxische Beziehungen. Ja, genau. Ja. Also würde mich erstmal interessieren, was willst du ein bisschen was von deinen Beziehungen mal erzählen oder was hast du da so erlebt in diesen Beziehungen? Ich muss dem Paartherapeuten, einem Psychologen erzählen, was in meine Beziehung. Das hatte ich ja schon lange nicht mehr. ja, nee, also mein YouTube-Kanal fing ja eigentlich gar nicht so an. Das fing ja eigentlich an, weil ich aufklären wollte von gesunder Ernährung, ne, tatsächlich, weil ich ja krank war, ne, körperlich, ne? Und dann habe ich aber immer wieder darüber gesprochen, von meinen Erfahrungen. Das kam immer mal wieder so zwischendurch so ein bisschen, weil mich trotz der Videos, die eigentlich über gesunde Ernährungslebensweise ist, immer wieder Mädels gefragt haben, Yvonne, wie ist denn deine Meinung dazu? Dann habe ich meine Meinung immer gesagt und dann habe ich gesagt, weil bei mir war das mal so. Und dann kamen immer mehr Fragen, hä, aber was war bei dir denn so? Ne? Okay. Und dann habe ich halt immer mehr erzählt. Und irgendwann habe ich dann einfach angefangen, ein Video von einer meiner Ex-Freunde. Also ich habe natürlich alles in, wie sagt man, anonym gemacht. Genau, klar. Ja, ja. Ne, komplett, sodass niemand darauf schließen kann, wer ist das jetzt von denen gewesen. Aber ich habe halt dann eine von meinen Ex-Freunden erzählt. Wirklich, wie die Geschichte da war. Wirklich ein ehrenlanges Video, Stunde, glaube ich. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ich wusste nicht so, hä? Krass. Ne, ich weiß, da war ich, glaube ich, in Serbien gewohnt, ne? Und ja, und dann habe ich dann einfach weiter erzählt. Und ja, okay, dann habe ich denen von der nächsten Geschichte erzählt und so. Und so viele Frauen konnten sich damit identifizieren, beziehungsweise haben das so bestätigt und gesagt, oh mein Gott, bei mir war das auch so. Oder andere sagen, bei mir ist das so und so. Also es war so eine richtige kleine Welle war da, ne, weil das war dann jedes Wochenende kamen dann neue Videos und die haben schon sich mit so Gruppen Frauen zusammengesetzt. Krass, und echt? Ja, ja, Wahnsinn. Total toll. Also, es war echt eine schöne Zeit, weil das habe ich echt auch gern und Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, shit, ich kann damit Frauen helfen, ne, weil da, bis dato hatte ich meine Erfahrung eher noch als negativ angehaftet. War, also, dass man ja immer denkt, generell erstmal, ja, warum habe ich das alles durchgemacht? Warum ich? Mhm. Aber jetzt, da denke ich ja, weil ich daraus meinen Beruf gemacht habe, was gar nicht der Plan war, oh mein Gott, ich kann so vielen Menschen damit helfen, einfach nur schon, und wenn es das ist, dass sie mir ihr Leid schreiben, das sagen auch viele, ich weiß nie, ob du es lesen wirst, aber dass ich das alleine schon geschrieben habe, hilft mir. Ne? Wenn es nur schon das ist, ich habe alles richtig gemacht dann, weil das ist der Hammer. Was kann man sich Schöneres vorstellen, sage ich ganz ehrlich. Ne? Also, wenn ich mit den Videos Menschen helfen kann, was gar nicht so geplant war. Wahnsinn. Ne? Ja. Ja, das ist ja auch manchmal schön. Die Menschen freuen sich ja auch, wenn sie jemanden haben, der es einfach erlebt hat. Der manchmal sollte er ja gar nicht so vom Fach sein, sondern einfach wie so eine Freundin sein. Genau. Ich mal, ne? Die, genau. Ja. So habe ich mich auch gefühlt. Schwester, Freundin, genau. Ne? Und so soll es auch der Sinn sein. Und ich glaube, das war auch so, weil auch niemand so ehrlich, glaube ich, so alles ausgeplaudert hat auch mal. Ich habe ja alles erzählt. Ich habe ja auch von meinen Geschichten erzählt, wo ich Scheiße gebaut habe, ne? Also wirklich aus beiden Seiten. Und ja, und dann halt die Wege daraus. Okay, was habe ich denn aber gemacht, um jetzt selbstbewusst zu werden, selbstbestimmend und wie wir es in dem Video auf meinem Kanal besprochen hatten, diese, was war das mit dieser Trennung?
Kompetenz. Trainingskompetenz. Trainingskompetenz, genau. Dass ich, wie hast du die bekommen? Und dann habe ich halt darüber erzählt. Und dann hat halt ein Verlag die Videos gesehen und hat halt gefragt, ob wir nicht was zusammen machen. Und dann habe ich, oh mein Gott, ein Buch. So war das bei mir auch, ja. Echt? Genau. Der Hammer. Ja, genau. Ich und ein Buch schreiben? Ne, weil ich über Jahre ja nur Bücher gekauft habe von Therapeuten, um mich rauszufinden und andere, ne? Und ich, das ist ein Traum in Erfüllung gegangen, ne? Also für mich. Ja, und dann habe ich halt auch ein Buch darüber geschrieben, über noch intimere Details und Wege daraus. Auch noch zum Thema Narzissmus auch so ein bisschen, weil das war meine schlimmste Beziehung. Und ja, das ist so, das bin ich. Willst du mal so ein, zwei Sachen sagen, die dir so richtig geholfen haben, was so Gamechanger waren sozusagen? Gamechanger war, dass ich mich wirklich gefragt habe, also Reflexion. Okay, Yvonne, ich habe mich immer, warum passiert mir das? Ich habe immer geweint, immer geheult. Ich bin die Arme. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, aber das bringt mich nicht weiter. Irgendwann habe ich mich dann hingesetzt, okay, warum bin ich denn die Arme? Warum gerate ich immer wieder an solche Menschen? Das muss doch einen Grund haben. Vor allen Dingen, ich habe viele Bücher gelesen auch dazu. Na, also ich habe wirklich viel gelesen über Psychologie, Beziehungen und Schwarz-Weiß-Denken, auch ein Stück weit Borderline, Narzissmus etc. Und habe dann auch, also warum? Und dann habe ich das rausgefiltert in Form mit Körpertherapien und auch noch ein paar Therapien, so ein paar unterstützende Hilfe. Und ja, Vater-Mutter-Konstrukt. Ne? Und konnte das dann auflösen. Ich hatte auch so einen unbewussten Hass auf meine Eltern. Ich habe ihnen halt Schuld gegeben für viele Dinge. Und es war total krass. Und dann, als ich das aufgelöst habe, das ist auch ganz heftig, also wo dann das wirklich aufgelöst war und ich dann meine Eltern ganz anderen Licht gesehen habe, also ganz andere, habe ich auch dann ganz anderes Mindset bekommen. Ich brauchte nicht mehr den Mann zu suchen, der den Beschützer mimt, der den Mann mimt. Ich brauchte bis dato immer einen Mann, der wie ein Daddy-Ersatz, sag ich mal, der stark und groß und breit ist. So, ne? Und als ich das sozusagen natürlich, als ich das aufgelöst habe. Das ist ja Bad Guy sozusagen. Genau. Ne? Und der führt ja zu nichts, so einen Typen zu haben, ne? So, ja, aber. Aber als ich das dann echt aufgelöst hatte, ist ja so. Und als ich das aufgelöst hatte, habe ich dann auf einmal ein komplett anderes Mindset, auch was Männer angeht, bekommen. Jetzt kannst du mir die nackt um Bauch binden mit Geld. Never ever. Geh mir mit solchen Männern weg. Wirklich. Und jetzt sind andere Werte, das ist immer wichtig geworden. Komplett andere Werte. Und seitdem fühle ich, ich habe jetzt die zweite Beziehung geführt. Ich habe einmal 4 Jahre Beziehung geführt. Da ist es dann geendet, weil ich Grenzen gesetzt habe und nicht mehr über eine Grenze hinaus gehen möchte, ne? Also lassen möchte. Deswegen habe ich das beendet. Ist nicht schlimm gewesen, aber ich möchte es einfach nicht, ne, dass das vorgefallen ist. Somit konnte ich mit Selbstbewusstsein rausgehen und habe es nicht erst verloren wieder. Früher hätte ich es mit mir machen lassen, ne? Und jetzt bin ich angekommen. Wirklich ein Mann auf Augenhöhe, der alle Attribute von 99,9% erfüllt tatsächlich. Hätte ich auch nie erwartet. Cool. Ja. Wahnsinn. Ich war ja bis dato. Ja, das sind genau diese Schritte, ich nenne das ja immer so Umprogrammierung. So habe ich mich gefühlt. Das sind genau diese Schritte, ne? Aus diesem Opferding rauskommen, sich mal hinsetzen, woran liegt es eigentlich, Selbstbewusstsein aufbauen, Trennungskompetenz aufbauen. Ja. Das sind dann, das braucht auch ein bisschen, ne? Das hast du, glaube ich, da in dem Video auf deinem Kanal auch gesagt, das war halt auch ein paar Jahre, ne? Das war nicht mal eben so. Ja, es war echt so. Ja. Ich habe mich dann zwar gesteigert, mich gesteigert, ne? Aber es dauerte trotzdem noch. Das geht nicht von heute auf morgen und jetzt hast du den Traummann, weil das ging nicht. War es denn bei dir nur in Beziehung, das heißt nur, also war das nur in Beziehung oder hast du so im Freundeskreis auch so gehabt, dass das so ungleichgewichtig war oder dass du da unter die Räder kommst? So. Okay. Ja, also das war auch so, dass ich immer über meine, also dass ich habe keine Grenzen gesetzt und habe halt die Menschen mit mir machen lassen, was sie wollten. Einfach aus der Motivation heraus, ich möchte geliebt und respektiert werden. Dass die Leute mich mögen. Mir war wichtig, dass sie mich mögen. Und und das ist mir halt heute nicht mehr wichtig. Ich weiß halt, was ich geben kann und was ich bereit bin zu geben. Und das erwarte ich halt auch von dem Gegenüber. Und habe da einfach so meine klaren Prinzipien auch gefunden. Ja, ne? Ja, das ist ja so verrückt, ne? Das kennen, glaube ich, ganz viele bei mir auf dem Kanal, dass man so
diese bekloppte Idee hat, wenn ich ganz nett bin zu anderen, ja, dann sind die auch ganz nett zu mir, aber das ist ja eigentlich fast das Gegenteil, ne? Man wird eigentlich. Aber warum ist das so? Ja, aber warum ist das so? Ne? Ja, das ist eigentlich, das ist so ein bescheuerter Glaube irgendwie, ne? Das ist, nein, ich meine, dass die Menschen das dann ausnutzen. Also das Ausnutzen, ja, die, ich sage ja immer, die Menschen, Gott, ja, ja, da ja, werde ich mal so ein bisschen pessimistisch, denke ich immer. Ja, die meisten Menschen, also die noch ihren Mustern drin sind, und mal ganz ehrlich, das sind ja die meisten, ne? Also ich habe früher mal gedacht, toxische Beziehung ist eine Ausnahme, aber nee, das ist keine Ausnahme, ne? Das ist wirklich, oder unglückliche Beziehungen, sie sind ja alle toxisch, aber ja, die wenigsten, die wirklich eine gute Beziehung haben, so, und ja, es ist echt schade, dass bei Freundschaften, ja, was auch nicht, der Mensch ist so ein bisschen so, wenn man ihm so Raum gibt, dann viele, die halt auch nicht so bewusst sind, nutzen es einfach gerne aus. Ne? Die nutzen dann diesen Raum, den der andere lässt, da wird halt so hinterhergegangen. Ne? Ja, ne? Keine Ahnung, vielleicht schade. Auch ein Muster, ne? Ja. Echt schade. Ja, vielleicht. Ja, ist echt schade. Ja. Vielleicht auch so ein Kindheitsmuster, dass man so dann die Überlebensstrategie hatte, so ich muss immer raffen und möglichst viel mich um mich drehen, ist vielleicht auch so eine Strategie dann. Ja. Ne? Aber ja, ist echt schade. Krass. Ja, spannend. Ja. Aber heute bist du so richtig drüber weg, hast auch gar keine Anziehungspunkte mehr dazu, sagst null, du nackt auf dem Bauchfinden. Ich habe auch das Drama früher gerne angezogen, wie wir auf in einem anderen Video besprochen hatten, dieses Hin und Her, dieses Drama in Beziehungen und wieder ist alles gut und wieder ist Drama und gut. Und das habe ich halt auch privat gehabt. Ich hatte immer Drama mit Freunden, aber wieder gut und so. Und ja, das, genau, das kann ich gar nicht mehr. Man kann so richtig dramasüchtig werden, ne? Das ist irre, ne? Das ist wirklich. Und wirklich? Es ist wirklich ja, so. Ich hatte früher ja auch so ein paar von solchen Beziehungen und dann da so rauskommen und dann wirklich sagen, ich führe ruhige, stabile Beziehungen, habe ich jetzt auch. Da muss man also erstmal richtig reinkommen, so, ne? Aus diesem, ne, immer nur. Ja. Da ist man wirklich in so einem Strudel drin, ne? Und dann, aber eigentlich ist es ganz leicht draus. Jetzt, wo ich das ja auch da, also aus anderen Sicht leicht, sehe. Total super, sag ich auch immer, ja. Aber wenn du drin steckst, denkst du dir, ne? Also. Ich mache jetzt, manche sagen, das ist auch so ein Ding, manche sagen, ich bin zu hart, weil ich dann oft einen kurzen Prozess habe, weil Illoyalität ja, zum Beispiel. Genau so. Ne, also, ja, aber warum soll ich das denn akzeptieren? Warum soll ich denn mit der Person, wenn sie mein Vertrauen missbraucht hat, wirklich vertrauen? Wieso soll ich das denn akzeptieren und so weiter mit der befreundet sein? Sie nutzt mir ja nichts mehr. Ich vertraue ihr doch nicht. Warum soll ich dann, warum? Ne, also, ja, ist es zu hart, wenn man Grenzen setzt und die rigoros durchsetzt? Nee, ich glaube, das. Ich denke immer, wir kriegen so unsere Lernaufgaben und ich glaube immer, ja, das Universum will uns da haben, ne? Dass wir, warum auch immer, aber dass wir das entwickeln, diese Grenzen, und ist bei mir mittlerweile genauso. Also wenn mir jemand blöd kommt, ich gebe auch keine zweite Chance, ne? Da ist einfach sofort Cut irgendwie und ich diskutiere auch gar nicht mehr. Ich versuche auch gar nicht mehr wütend zu werden, sondern es einfach zack, raus aus dem Leben, fertig. Und erstmal natürlich vielleicht mal eine Zeit lang ein bisschen mehr, weiß nicht, für sich oder vielleicht nicht mehr so viele Freunde. Ja. Aber anders geht's ja nicht, ne? Also, ja, ich denke manchmal auch, ich bin zu hart, also ich kenne das auch. Du sagst das jetzt, Klienten sagen das, aber ja, es ist für mich die einzige Lösung. Ist für mich ruhiger, mein Leben ist ruhiger dadurch. Seitdem bin ich auch stabil. Weißt du, und deswegen, wenn ich noch so Drama sehe, oh, da bahnt sich Drama an, bleib mir damit weg, weißt du, weil dadurch schlafe ich besser, ich habe mein Leben im Griff, meine Arbeit, meine Verlässlichkeit, weil ich habe ja gar nicht mehr so viel Trouble drumherum. Also scheint das ja richtig zu sein, weil damals hatte ich mein Leben nicht im Griff, weißt du? Ja. Und deswegen, das, unterm Strich, wenn, ne? Also das Einzige, wo man, glaube ich, ein bisschen aufpassen muss, also das war zumindest meine Erfahrung, wenn man das so gewöhnt ist, so, ne, bam, zack, zack, Grenze, so, dass man dann bei Leuten, die es eigentlich gut mit einem meinen, dass man da wieder so ein bisschen eindreht, sag ich mal, irgendwie. Ja, klar. Ein bisschen, also das habe ich so gemerkt, wie ich dann wirklich mal nettere Leute in mein Leben gekommen sind. Da musste ich wirklich so ein bisschen mal einmal durchatmen, wenn einfach mal irgendwas ein bisschen blöd gelaufen ist, dass man nicht gleich wieder so, nee, gut, so das ist klar, alles raus. Ja, ja, nee, das ist klar. Es gibt ja auch Diskussionen oder Konfrontationen, die sind normal, weil man verschieden ist. Genau. Aber es geht bei mir wirklich um so schwerwiegende wie Lügen, Vertrauensmissbrauch oder halt einfach über Grenzen gehen, die nicht schön sind. Ne? Wenn einer wirklich zum Beispiel Dinge gegen einen verwendet im Vertrauen und so. Ne? Ich meine jetzt wirklich solche Dinge. Dann, das, aber alles andere ist, gehört zum Leben dazu, dass man nicht immer gleich tickt und darüber reden sollte. Ne? Das ist klar. Ja.
Ja, jetzt hast du ja so ein paar Fragen mitgebracht von deinem Kanal. Das wollte ich nämlich noch fragen, weil so viele hatten Fragen. Okay. Genau. Nämlich wegen Sommerhaus der Stars, wegen Mike und Michelle halt noch. Das liegt halt allen so im schwer auf dem Magen noch. Es ist voll die harte Frage, aber vielleicht findest du ja eine Antwort zu. I don't know. Wie sollte jemand wie Mike am besten therapiert werden? Oh, da muss ich echt, ein bisschen passen, muss ich sagen, weil ich bin zwar Spezialist für toxische Beziehungen und kümmere mich um die Pluspole, wie ich die mal nenne, aber ich bin tatsächlich kein Spezialist für, also wie gesagt, ich habe ja auch schon auf deinem Kanal gesagt, will den jetzt nicht diagnostizieren, aber nehmen wir mal an, da lege eine Persönlichkeitsstörung vor, das ist tatsächlich nicht so mein, also ich kann das zwar erkennen und alles, aber wie man das behandelt, stelle ich mir auch schwierig vor, also die Menschen, die ich hatte, die sich mal so als in der Paartherapie bei mir verirrt haben, die auch bei selber gesagt haben, sie sind ganz schön narzisstisch. Also fand ich super schwierig, weil, habe ich auf deinem Kanal ja auch schon gesagt, sobald du mal so eine Mini-Kritik hast, machst, und das musst du ja als Therapeut oder Berater, musst du mal irgendwie sagen, sorry, ist jetzt vielleicht nicht so sinnvoll, dieses Verhalten. Man kann ja auch nicht weggucken immer. Dann ist ja sofort Riesenkränkung und dann kommen die vielleicht die nächste Stunde nicht. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, du musst ganz lange Beziehungen aufbauen. Ne? Du musst ganz lange Beziehungen aufbauen, dass du die dann auch mal kritisieren kannst und sie sich dann aber nicht gleich in diese narzisstische Kränkung so gehen. Das weiß ich auf jeden Fall. So, ja, ne? Also Vertrauen zum Therapeuten. Ne? Also das wirklich, dass er sich auch öffnen kann und wirklich, genau, das dauert aber ein bisschen, stelle ich mir so vor. Ne? Aber es braucht auch eine gewisse Härte, so, ne? Weil das ist, auch bei DBT, was man zum Beispiel bei Borderline macht und so, das ist jetzt nicht so eine Wischi-Waschi-Kram. Ne? Das ist schon, dass man ganz klar sagt, hey, das ist jetzt hier nicht kein, das Verhalten ist nicht in Ordnung. So, ne? Da muss man jetzt mal, weil das, also man kann das nicht so immer nur mit, ja, wir legen jetzt so eine große Decke des Verständnisses drüber, das ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. So, ne? Okay. Ja, krass. Also deswegen die Frage, wir hatten zwar eben so eine ähnliche, aber die geht so ein bisschen tiefer, ob das nicht auch eine Form ist der Selbstzerstörung, des Borderlines der beiden. Also sprich Mike, weil er auch selbstverletzendes Verhalten an den Tag gelegt hat, weil er gegen die Dings geschlagen hat, so ist die Frage. Oder auch Michelle, die bewusst in dieser Beziehung bleibt, obwohl sie doch weint und weiß, es geht ihr schlecht dadurch, ob das nicht eine Form von selbstverletzendes Verhalten ist. Finde ich eine gute Frage eigentlich. Also erstmal finde ich das insofern auch eine gute Frage, weil man denkt immer Narzisst, aber es könnte ja auch mal ein Partner Borderline haben. Die können auch schwierig sein, ne? Histrionisch sein und was weiß ich, oder ADS haben oder, also man denkt, sagt immer nur so Narzisst, aber es gibt viele Sachen, die schwierig oder hat ein Drogenproblem, das macht Menschen auch narzisstisch so, ne? Das ist aber als absolutes Horror-Match, so habe ich das zumindest gelernt, also oder kenne ich so, ist Borderliner und Narzisst. Das ist absolute Oberhorror, ne? Weil die machen sich einfach komplett fertig, gegenseitig. Und kann man so sehen, dass das selbstdestruktiv ist. Also es ist, glaube ich, trotzdem, dass es so ein bisschen in die falsche Richtung geht, weil ich glaube, keiner von uns möchte leiden. Und das ist aber, es hat halt diesen Stallgeruch. Wenn du eine Kindheit hattest, die so entbehrungsreich war, du bist vielleicht geschlagen worden, deine Eltern haben gesoffen, ich weiß es nicht so. Und dann, das, was du da hast, das ist sozusagen der Stallgeruch. So. Und dann gehst du als Erwachsener in eine Beziehung rein und du findest einfach, du bist einfach so dran gewöhnt und oder das fühlt sich einfach auf so eine ganz schräge Art richtig an, dass es jetzt so weitergeht, weil es war ja schon immer so. Gewohnt, ne? Und wenn du, und das kann man, das spielt, glaube ich, eine Riesenrolle. Das ist auch so schwierig manchmal in Therapie. Ne? Und dann kommst du vielleicht in eine Beziehung, die gut ist und sicher ist und du hast das Gefühl, boah, das hat überhaupt nicht den Stallgeruch, ne? Das fühlt sich überhaupt nicht so an, wie sich Beziehungen anfühlen sollen. Und das spielt, glaube ich, eine Riesenrolle. Ich glaube, das ist gar nicht so oft, dass es darum geht, so ich fühle mich jetzt selber, weil wir alle wollen glücklich sein eigentlich, ne? Aber wir fahren halt diese Autobahnen, die in unserem Kopf sind, die fahren wir halt immer weiter, ne? Die deiner Kindheit ist krass, ne? Gebaut worden ist. War bei mir auch so. Ne, das muss man auch erstmal auflösen oder beziehungsweise sehen. Ne? Und das ist ja das Hauptproblem, dass man das sieht und damit man es überhaupt aufbrechen kann. Genau. Ne? Ich könnte die Frage, glaube ich, auch beantworten, aber
Du bist der Experte. Wenn Mike die Sendung jetzt sieht, nimmt er sein toxisches Verhalten wahr oder sind andere trotzdem noch schuldig? Denkst du, also er hat, wenn er das sieht, könnte er das sehen? Oh, also, falsch. Ich finde es eigentlich eine gute Frage, weil einerseits muss man natürlich sagen, als er zum Beispiel bei Ramon Wagner da im Interview gesessen hat, hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie, dass da was angekommen ist. Na? Richtig. Ne? Wir alle nicht. Und so. Kam doch wieder so dieses, ja, weiß ich nicht, war alles nicht und keine Ahnung. Und ich sage ja immer so, habe ich nicht, war ich nicht, will ich nicht. Ja. Aber was ich tatsächlich interessant finde, ich glaube nicht, dass es viele Menschen so ein krasses Feedback kriegen, wie er jetzt ja irgendwo ne? kriegt. Ne? Der wird und, gezwungen, seinen Spiegel zu gucken. Ja, also da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es vielleicht doch irgendwie ankommt. So, ne? Aber finde ich auch, also die Frage finde ich tatsächlich auch gestellt. Also normalerweise hast du das ja im Leben ja nicht, ne? Dann gehst du irgendwo weiter, genau. Gehst in den nächsten toxischen Scheiß und genau. Aber dass du wirklich so, ja, dass einem so die Dinger um die Ohren fliegen. Ich finde das auch, ich habe das Gefühl, das wird auch immer schneller, werden so Sachen aufgedeckt. Das finde ich wirklich gut an dieser Zeit gerade so, ne? Das ist wirklich das Gute an Social Media, das ist die positive Seite. Es gibt natürlich auch eine, die negative Seite, die hatte ich auch schon mal erläutert, Social Media, aber das finde ich auch. Das finde ich eine gute Pose. Und ich habe auch mich da eigentlich bedankt, dass tatsächlich sowas jetzt mal gezeigt wird mit Mike und Michelle, weil dadurch können viele lernen und das auch vielleicht selber sehen, oh, befinde mich selber in so einer Ehe oder so, ne? Oder mein Mann ist ähnlich, ne? Also so ist mein Feedback. Ja, vor allen Dingen, das hätte ich auch schon gesagt, weil Michelle eben nicht so ist, wie man sich so ein Opfer vorstellt. Die ist, haben wir ja da auch schon gesagt, wir sehen die beide nicht so richtig als Opfer, weil sie einfach, ja, sie ist eine erwachsene Frau und sie macht da mit und man kann ja bei dem Mike nicht sagen, dass das irgendeiner Weise, das gibt's ja auch, dass Menschen so hintenrum sind, sondern das ist right in the face, hier bin ich, das ist mein Verhalten, das mache ich mit dir, ich kann dich keine 5 Minuten Ruhe lassen und genau. Ja, und da kann man sich wirklich nur fragen, warum ist man da drin, ne? Genau, weil es gibt ja, so haben mir die Fragen auch, es gibt ja einen verdeckten Narzissmus und so einen offensichtlichen. Ja, gibt's auch. Ne? Ja, wie stelle ich mir den verdeckten zum Beispiel vor? Hast du da Beispiele? Das ist also natürlich so ein, das ist ja, da verlassen wir jetzt ja so ein bisschen so die klinische Psychologie, weil da gibt es eigentlich so keinen Verdeckten, also das ist mehr so diese Selbsthilfe-Psychologie. Aha. Ich glaube es aber auch, dass es das gibt. Aha. Das sind halt Menschen, die nach außen sehr zerbrechlich, verletzlich rüberkommen, aber dahinter steckt eben genau so der gleiche Narzissmus. Aber das war immer wirklich schwer zu erkennen, aber das kann jemand sein, der, ja, also was weiß ich, gesagt, der irgendwelche Probleme hat, vielleicht krank ist und ich weiß nicht was und du denkst, ja, das kann ja nie ein Narzisst sein, aber da gehst du da rein und da lebst einfach genau die gleichen Sachen, gleiche Egoismus, die gleichen Geschichten, gilt immer als viel problematischer, ne, als wenn das so ein direkt in the face ist, ja, weil das dann noch mehr so Mindfuck ist, noch mehr so das Gehirn durcheinander bringt, sag ich mal. Ja. Also, ja, das ist zum Beispiel... Ja. Also gehen wir ruhig mal Richtung Borderline. Das ist, da gibt es ja, weil es gibt so und so, aber manche Borderline, die überhaupt keine Therapie gemacht haben, können auch ziemlich narzisstische Anteile haben. So, ne? Und da kannst du zum Beispiel so einen Partner oder so eine Partnerin haben und dann ist sie die eine Woche ist sie total lieb, anhänglich, abhängig, bla bla bla. Und dann nächste Woche ist irgendwie atemberaubende Sache fremdgegangen, weiß ich nicht, irgendwie völlig crazy. Und, also crazy in Anführungsstrichen, und dann denkst du, ja, was ist sie denn jetzt? Ist sie das irgendwie? Und ja, das kann schon wirklich schwierig sein so, ne? Und dann, ja, also das sind so ein bisschen weiche Konzepte so mit diesem verdeckten Narzissmus, aber gibt's tatsächlich auch so, ne? Deswegen sage ich auch immer Frauen, wenn die da jemand kennenlernen und sagen, ja, der ist so, weiß ich nicht, der ist nur so ein bisschen bindungsängstlich und laufen dem hinterher und so. Das sind manchmal die schlimmsten toxischen Beziehungen, ne? So, wo wirklich, weiß ich nicht, alles runter und drüber geht irgendwie. Und ich finde es manchmal wirklich, also wirklich besser, das auch, gibt es auch andere Beispiele, so wirklich, wenn jemand so, das muss man wirklich Mike sagen, der ist, ich meine, ich weiß auch gar nicht, dass sie ob sie nicht drüber nachdenken, wie das im Fernsehen aussieht, weiß ich nicht, aber er ist wirklich, er ist halt so, wie er ist, ne? Und der versteckt da gar nichts, ne? So, ne? Genau, der macht das ganz offensichtlich, weil jetzt gerade, wo du das sagst, ich musste gerade meinen Ton ausmachen von meiner Apple Watch, wo du das gerade sagst, ein Beispiel, der Mann ist super introvertiert, so kommt der rüber, introvertiert, ganz lieb, ganz nett, und auf einmal sehe ich, dass der anderen Frauen auf Insta Frauen ganz... So was meine ich. Und ich so,
Was? Und auf Frauen, wo ich mir denke, auf das stehst du? Und wie Kommunikation auch stattgefunden hat, wo ich mir denke, das bist du gewesen, also das bist du. Also ich hatte das Gefühl dann, ich kenne diese Menschen tatsächlich gar nicht. Kann das, ist das so eine, kann man das so, oder? Ja, also das, genau, das könnte auch jemand sein, der zum Beispiel, wo du denkst, das ist nie im Leben ein Bad Guy oder so, das ist so ein ganz, weiß nicht, sieht gar nicht so gut aus oder, ja. Keine Ahnung, läuft so ein bisschen abgerissen rum und dann hintenrum, genau, passieren solche Sachen oder gibt auch so eine Variante. Was weiß ich, ist, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, leitet irgendwie so ein Meditationszentrum oder irgendwie sowas oder so eine, nein. Weiß was ich, oder ein Pastor oder ich weiß nicht. Nein. Und, weiß nicht, nimmt dann diese ganzen Mädels da durch und wenn die sich irgendwie beschweren, dann wird halt gesagt, ja, du hast hier eine Anhaftung oder bist halt noch nicht so weit oder keine Ahnung, so sowas gibt es halt auch. Also, verstehe. Also das, es gibt einfach, mein Gott, es gibt so viel Scheiße auf der Welt, wirklich. Und ja, aber gut, also das ja. Ist man vorne rum so total nett und damit aber doch letztlich ist man einfach Futter für das Ego vom anderen quasi. Ne? Krass, ja. krass. Ja. Ich habe gerade einen Ex-Freund wieder kennengelernt. Okay. Das ist ja unfassbar. Ja, weil das habe ich dann so abgetan und habe auch dann die Beziehung beendet, aber ich habe da noch nicht so wirklich drüber nachgedacht gehabt. Ja, das ist, ich bin aber schon wieder sprachlos. Ich war ja eben schon auf meinem Kanal sprachlos in einem Video, aber Junge. Deswegen sage ich ja auch immer zu all meinen Zuschauern auch, holt euch immer einen Therapeuten, weil auch wenn es keine Therapie bedarf, ja. aber einer, wo man mit drüber sprechen kann, über Dinge, über eventuelle Verhaltensweisen von sich oder vom Partner oder von Beziehungen, also Freunden oder so, weil so Gespräche, die sind Gold wert. Dann versteht man halt Menschen besser, sich selber besser und kann sich das Leben erleichtern und viele haben da eine Hemmschwelle vor. Ja, und man sollte halt auch immer bei sich gucken, ne? Weil man denkt immer, sowas machen immer nur die anderen, aber die eigenen Schattenseiten, die will man halt auch immer gerne nicht sehen. So, ne? Ja, das sowieso. Man vielleicht selber ein bisschen, wischiwaschi ist und so. Unfassbar. Also, was man... Nächste Frage. Da sind wir wieder. Genau. Ja, ob ich vielleicht selbst toxisch... Ja, das ist... Ich glaube, das ist eine nicht gut gestellte Frage, aber ich stelle sie mal. Wie kann ich hinterfragen, ob ich vielleicht selbst der toxische Teil in einer Beziehung bin? Oh, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also tatsächlich ist es... Also so eine kurze Antwort wäre, wenn man selber viel drüber nachgrübelt, ob man toxisch ist, ist man eher auf dieser co-abhängigen Seite, weil wenn man wirklich kalt und narzisstisch wäre, würde man das in der Regel nicht über sowas nachdenken. So, ne? Aber trotzdem finde ich es grundsätzlich eine gute Frage. Einfach mal gucken, bin ich fair, bin ich transparent, mache ich hinterm Rücken was. Einfach ehrlich zu sich selbst sein, ne? Ehrlich zu sich selbst, genau. Und aber finde ich eigentlich eine gute Frage. Und das Problem, ich glaube, wo die meist herkommt, ist wegen dieser Schulterumkehr. Man kriegt ja ganz oft selber die Schuld, ne? Dann bist halt mit einem Narzissten zusammen, der sagt aber zu dir, du bist Narzisst irgendwie und dann kommt man so ins Grübeln. Vielleicht bin ich ja doch der Falsche. Sollte man tatsächlich mal einmal kurz drüber nachdenken. Einen ehrlichen Blick drauf. Aber ansonsten einfach bei der eigenen Wahrnehmung bleiben und die nicht verdrehen lassen. So, ne? Eventuell einen Therapeuten zur Hilfe ziehen. Oder das, genau. Ne? Ja. Und sich mal spiegeln lassen und so. Von den so würde ich es machen, glaube ich. Das ist gut. Ja. Dann noch eine gute Frage, weil das haben viele, weil sie kommen aus so toxischen Beziehungen oder narzisstischen Beziehungen. Da hat jemand gefragt, über ein Jahrzehnt war ich tatsächlich, also war sie in einer toxischen Beziehung. Sie ist da jetzt raus, sie fühlt sich so leer. Wie kommt man wieder hoch, am besten oder am schnellsten? Hast du da ein paar Zauber? Ich habe natürlich so ein ganzes Kursprogramm. Hast du echt? Hast du auch? Ja, ich habe so ein Online-Kursprogramm, das ist eigentlich meine Haupttätigkeit. So, ne? Genau. Das wusste ich gar nicht, oh mein Gott. Extra für diese Leute sozusagen. Gut zu wissen, auf meinem Kanal. Ja, Liebeskummer-Modul, Umprogrammierung des Liebeschiffs, Selbstliebe-Challenge, also gibt es den ganzen Haufen. Oh mein Gott. Ja, also, genau, da kann man ja auch, klar, für viele Sachen braucht man mal so ein Gegenüber, aber so das eine oder andere kann man auch mal mit sich so machen. Gut. Und ja, da muss man erstmal, ich sage immer so, erstmal alles abschließen, nur Kontakt gehen, Datingpause machen und dann gibt es bei mir auf dem Kanal gibt's
so ein Spruch, nice, geiles Leben, wenn ich das immer so außerhalb von Beziehungen mal wieder wirklich, was will ich im Job, was will ich, wie will ich mich ernähren, wie, so, was habe ich eigentlich für Muster, sich mit der inneren Kind mal beschäftigen, gucken, wo zahle ich eigentlich überall drauf, irgendwie so. Aber man muss ein bisschen akzeptieren, dass wenn ich jetzt aufhöre, immer so Partner zu, also toxische Beziehungen zu konsumieren, sage ich mal. Ich sage immer so wie Pizza und Pommes. Also das ist ein bisschen wie eine Ernährungsumstellung, wenn ich von Pizza und Pommes weg will auf Salat. Da gibt es eine Übergangsphase, wo ich mich immer ein bisschen durchbeißen muss. Und da sind halt nach toxischen Beziehungen sind halt diese ganzen Neurotransmitter und all das ist halt alles ausgebombt. Ne? Das ist alles, da oben ist wirklich alles leer und dann fühlt man sich erstmal ganz schön bescheiden so, ne? Genau, aber da das habe ich auch durch. Ja, dass ich das wieder alles so ein bisschen rekalibrieren kann, so, ne? Ja, das kann ich halt auch aus eigener Erfahrung sagen. Das dauert halt mal ein paar Monate. Also bei mir hat es dann auch ungefähr anderthalb Jahre, teilweise auch zwei, also nicht teilweise, auch hat anderthalb bis zwei Jahre gedauert. Aber ja, weil ich das erste halbe Jahr oder die ersten acht Monate noch diesen Kontakt zugelassen habe. Weil er hat permanent noch den Kontakt gesucht. Oh, das predige ich diesem Lama. Sag immer, Leute, ist immer das Gleiche, wenn ich jetzt kriege, mir geht so schlecht. Erste Frage ich immer, hast du noch Kontakt? So, das ist wirklich. Also, das sage ich das auch. Das ist einfach der Hauptgrund. Ja, das sage ich auch. Ich sage, du musst den Kontakt, weil das, da habe ich ja gemerkt, auf einmal, dann ging es ganz schnell. Weil er war aus meinem Mind raus und hat nicht mehr die ganzen Sachen getriggert. Und dann auf einmal ging es schneller. Ne? Ja, also, das ist das Wichtigste. Das, der, ich habe komplett ja Nummer gewechselt sogar, weil er hat immer den Kontakt gesucht. Ich habe überall blockiert bei Social Media. Ich habe seine Nummer gelöscht und dann das Handy gewechselt, damit ich nicht mehr an seine Nummer komme. Ne? Weil ich war wirklich so abhängig. Ich war emotional so abhängig. Es ist ja, aber es sind ja viele. Ne? Und das war das Ding. Ich musste wirklich so einen Break machen, dass ich auch selbst an seine Nummer nicht mehr dran kam. Und dann ging das schneller. Man ist einfach völlig eine Schugge. Das muss man sich auch verzeihen. Man denkt irgendwie, was ist aus mir geworden irgendwie, ne? Man muss sich, das ist wirklich ein Suchtprozess und man muss das einfach wie eine Sucht sehen und so war's. Ja, man muss sich das selbst verzeihen, ne? Ja, genau, so war es wirklich. Also deswegen ist es auch mein Tipp, und dann halt Selbstbewusstsein aufbauen. Ich habe dann was gelernt, eine nächste Ausbildung gemacht oder einen Kurs, ne? Also wirklich, um mein Selbstbewusstsein aufzubauen und bin rausgegangen, also mit Freunden so viel wie möglich und habe genau auch das. Ja, mich abgelenkt, ne? Einfach super. Am Leben teilgenommen. Ne? Ja, das war das Beste, was man machen kann. Und halt Bücher gelesen zu dem Thema, um ihn zu verstehen, mich zu verstehen und Therapie, also Therapeut, einfach immer weiter. Ja, so. Noch eine Frage würde ich ganz gerne. Genau, die Frage, die hatten wir beantwortet auf meinem Kanal, ob du glaubst, dass Mike und Michelle zusammenbleiben sollten. Nein, hatten wir schon beendet. Das Video können wir ja auf meinem Kanal sehen. Aber die eine Frage noch, sind Narzissten anfälliger für Drogen oder Süchte? Ja, wenn ja, warum? Gut vor, das ist echt. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierige Frage, weil Drogen machen definitiv narzisstisch so, ne? Wenn du zu viel Drogen nimmst, dann preist du dich ja auch so, also an narzisstischen Anführungsstrichen. Ja. Und das ist mir immer schwer zu sagen, waren die jetzt vorher schon narzisstisch und packen da noch eine Droge drüber, weil also Narzissten oder narzisstische Menschen sind ja auch, fühlen sich auch total abhängig, fühlen sich häufig total scheiße und nehmen genauso Drogen wie andere, auch sicherlich auch mehr, weil die, ja klar, das ist. Geht es ja psychisch auch häufig nicht gut, wenn da nicht genug Bestätigung gerade rankommt. Und ja, also ich glaube schon, dass die auch häufig so oder häufiger als das Mittel wahrscheinlich Pornosucht, also diese ganzen Sachen, die so das Gehirn so anträgern irgendwie, ne? Sag ich mal. Ne? Weil mein Narzisst, der hatte halt schon diese Sexsucht schon, ne? Das hatte der, weil ja, das haben viele, ne? Ja. Warum ist das so? Ja, ich sag mal so, also Minuspol nenne ich das immer so, oder Narzissmus, das ist immer die Sucht nach den vielen. Ne? Also das so eine Frau ist nie genug. Ne? Du brauchst halt Abwechslung. Mhm. Und der andere Pol, dann der Pluspol, der ist ja im Grunde genommen, sind auch oft sexsüchtig, aber nach einer Person. Ne? Du bist ja völlig abhängig von dieser Person sozusagen. Also beide haben eigentlich so ein Suchtthema, aber einer geht halt so in die Breite sozusagen. Ja. Einer fokussiert das so auf eine Person. Aber ist natürlich andersrum auch so, in vielen toxischen Beziehungen hat zum Beispiel einer eine Spielsucht oder was weiß ich. Und dann wirst du halt auch, also das wirst du halt durch diese Droge so narzisstisch. Und wenn du die Sucht beendet hast, kann sein, dass du dann wieder nicht mehr narzisstisch bist. So, ne? Das kann schon durchaus sein. Mhm. Ja.
Aber weißt du, wie schlimm das bei meiner Narzissten-Dings war, Beziehung? Der wollte so, also Sex musste er mindestens einmal am Tag haben, so, also zweimal wäre besser, aber mindestens einmal. Das ist so crazy, aber, ne? Ey, das Schlimmste war ich. Ich habe dann morgens, ich bin aufgewacht und da habe ich den abgefrühstückt unter der Dusche und dachte, jetzt habe ich es hinter mir, dann habe ich den Rest den Tag Ruhe. Weil, wenn er das nicht bekommen hat, war es wie bei Mike und Michelle, hör mal, ich war schuld. Ich war alles schuld. Der war aggressiv. Der hat gesagt, ich liebe, ich würde ihn nicht mehr lieben. Ich würde ihn abweisen. Dann habe ich den einfach nur noch abgefrühstückt. Damit der meinen Kopf nicht den ganzen Tag über. So? Ja, das so ist, sind ja häufig unter so einer extremen Spannung. Dann geht es ja auch nicht gut. Und dann, ja, ist vielleicht Sexualität so ein Mittel, immer wieder diese Spannung abzuführen, sozusagen. Ne? Aber. Da bist du ja auch nur so ein Ding, ne? Es geht ja nicht, da geht's ja nicht um Intimität oder null. Begegnung oder irgendwie so. Null. Da war keine Begegnung. Ja. Ne, da habe ich eher ein Kaktus-Feeling zu bekommen als zu ihm. Ne, also war mir lieber Kaktus, ein paar Stacheln. Aber nein, also das, und das haben viele Frauen auch, ne? Das hat der Mike ja auch gezeigt, so ein bisschen in der Sendung, finde ich. Ne? Also ich finde tatsächlich auch, diesen einen Moment, wo der entspannt war, das war ja, wo die da scheinbar irgendwie Sex hatten da irgendwie, ne? Das ist auch crazy, ne? Das, fand ich auch abgefahren, dass das so der... Ja. Und also das habe ich mir auch so ein bisschen gefragt, ob der so, vielleicht ist der zu Hause auch nicht ganz so, ich weiß es nicht, ob der so unter, weil der... Keine Ahnung, weil die da keinen Sex kriegen, ob das das auch noch schlimmer macht, ich weiß es nicht. Ja, aber das war ja nur 3-4 Stunden gut. Danach fängt der ja wieder an. Ja, stimmt. Weißt du? Die Arme, das hatten wir ja, ist ja nicht mehr das Opfer, ne? Aber das fand ich auch ganz schlimm. Also, genau, da war noch eine Frage, stimmt, die habe ich gerade, ich habe das Handy schon zugemacht, da war noch eine letzte machen wir noch. Warte, wie war die formuliert? Genau, wegen er hat ihr vorgeschrieben oder wollte, was sie anzieht und was sie nicht anzieht, aber selber schnackselt er die da unter der Bettdecke. Also, widerspricht sich das nicht? Achso, das hatten wir auch gar nicht, genau, das hatten wir bei der Frage noch nicht. Das ist eins der Sachen, die ich mal völlig aufreiben. Das sind nicht mal so Doppelstandards, ne? Also für dich gilt so das eine Regelset und für mich gilt das andere, ne? Macht er ja andauernd, das ist so, du redest mit Karim, du redest nicht mit Mola, du redest nicht mit seiner Freundin und er geht raus und er darf natürlich mit denen reden, ne? Also das ist ein Irrsinn, ne? Also aber da geht das für mich auch schon los, dass er so einen Fass aufmacht und wie gesagt, offensichtlich haben die ja vor einem Jahr, als ich kennengelernt haben, hat er ja noch bei Temptation Island. Also sie bist du doch eigentlich, die sind aufrecht irgendwie, ne? Das ist so verrückt, ne? Aber das sind so die Doppelstandards, ne? Das ist auch, das, also... Ja, das ist ja auch nicht richtig. Das kenne ich auch, dann hast du vielleicht jemand, der ist total eifersüchtig, schränkt dich ein überall und dann sagst du, boah, lass uns doch mal bei dir reingucken und da findest du gleich irgendeinen Dreckschat oder sowas, keine Ahnung. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Und das ist das, was ich ihm nämlich auch zutraue letztendlich. Ne? Also das war auch bei mir so, ich habe dann bei ihm reingeguckt und sehe da, na, bei dem Narzissten. Ich durfte nichts, bei mir war das so ähnlich. Ich musste meine Vergangenheit auslöschen, wobei ich die gar nicht schlimm finde und musste alles, weil das ist ja ganz schlimm. Ich bin ja ein ganz schlechter Mensch gewesen. Aber das ist tatsächlich bei vielen, die so in die Richtung gehen oder so Tendenzen haben, weiß ich nicht, dass die mit diesen vergangenen Partnern kommen die überhaupt nicht, obwohl das ja vorbei ist eigentlich. Ne? Aber das triggert die enorm. War bei meinem Narzissten auch so. Das hat ihn enorm getriggert, ganz schlimm. Rotes Tuch. Nein, du bist Jungfrau gewesen. Ne? Also das ist ganz schlimm gewesen. Okay, ich wollte aber doch noch eins fragen. Ja, wegen Sommerhaus, das letzte. Wegen Jana und Sascha. Findest du als Psychologe, als deine private Meinung, /Psychologe, findest du, weil ich fand die cool, aber doch ein bisschen drüber. Wie würdest du das einschätzen? Kannst du dazu deine Meinung sagen? Ja gut, sagen, ich bin ja jetzt nicht, also das sage ich jetzt mal so als private Meinung. Als private, genau. Ja. Also ich dachte auch erst, meine Güte, aber das ist, was ich oft, ich mag ja eigentlich Spiritualität, aber wenn ich so auch in the face, Räucher, also dieses Ganze, das haben die auch so witzig untermalt, dann dieses, weiß ich nicht, da im Garten, hier und da, ich finde das auch ein bisschen im Ego, muss ich sagen, so, ne? Aber ich fand Jana wirklich cool, weil das ist die Einzige, die ihm wirklich die Stirn geboten hat. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass sie das wirklich lebt. Also die will das wirklich. Die will auch. Das, ja. Also auch wo sie ihm diese Blumen geschenkt hat, als sie ihn gewählt hat. Also ich hatte das irgendwie angerührt, weil man kann denken,
ja, was soll das? Es ist awkward, aber ich glaube wirklich, dass sie diesen Frieden will und so, ne? Und ich finde das irgendwie auch gut. Also ich finde das, ja, auch irgendwie scheiße und so ein bisschen unfair, dass sie da so wild rausgeflogen sind, ne? Irgendwie. Und, ja. Und das war und er ist ja auch total angenehmer Typ irgendwie. Also echt, ja, interessantes Paar, finde ich. Ne? Ja, fand ich auch. Ja. Ich habe mich ja selber erwischt, ja, wie ich am Anfang so ein bisschen, obwohl ich selber spirituell, ich habe ja spirituelle Therapie eigentlich. Dadurch wurde ich ja gesund. Okay. Na, also ich war schulmedizinisch, war das nicht so meins. Ich habe, ja, eher spirituell das gemacht. Und trotz dessen war mir das ein bisschen zu viel am Anfang und habe mich dann erwischt, wie ich sie so ein bisschen nicht verurteilt, aber war mir zu creepy, so abgewehrt habe. Ne? Und dann, ja, aber genauso, ja, habe ich mich erwischt. Ne? Und dann habe ich das aber Sendung für Sendung gesehen. Dachte ich mir, Yvonne, du hast das wieder was zu voreilig. Die sind eigentlich, ja, super. Witzig, habe, ne, ich genauso gesehen. Also, super Menschen, ja, und ein bisschen zu drüber, aber das können die ja. Ne? Es muss ja nicht sein. Ach mein Gott, wir müssen doch nicht alle genormt sein. Ne? Genau. Ja, weiß nicht, wird so viel Quatsch gemacht, wenn die da Blumen, genau, pflücken, ist doch alles gut. Also. Genau, fand ich dann auch. Ja. Und fand das, ja, dann halt auch gut, dass sie ihm die Stirn geboten hat. Fand ich richtig toll und schade halt, dass sie dann so rausgegangen sind. Ne? Das fand ich halt auch. Ja, das fand ich auch ein bisschen, ja, schade. Ich weiß nicht, wie das so im Sommerhaus ist, dass da so keiner dann mal sagt und so, boah, das geht nicht, wie behandelst du deine Frau? Ich weiß nicht, ob die Angst vor ihm hat. Das war auch eine Frage, warum keiner was gesagt hat. Das verstehe ich auch nicht. Das kann ich weiß es nicht, vielleicht wollten die keinen Ärger. Ja, aber aber gut, ich meine, so Sonnenmonster ist er ja, also, weiß nicht, der hätte man ja kritisieren können, da wäre auch nicht viel passiert. Ne? Also, deswegen, ja, sowieso Brast auf die gehabt, was soll da schon passieren irgendwie, aber das verstehe ich auch nicht. Also das finde ich auch schade. Das im Bad auch, in Folge 9, wo sie ja duscht und die, wie Helga, wie heißt die? Die Peggy sitzt dann da, föhnt sich und er kommt andauernd rein, rein, raus, raus und schikaniert die Dings, seine Frau, und die sitzt da föhnt und sagt nichts. Ich hätte gesagt, hör mal zu, bis hier ist die Grenze, wir sind jetzt hier im Bad, geh mal bitte raus, ne, oder red nicht vor deiner Frau vor mir mit deiner Frau so, ne, also geh mal bitte, ne. Aber die sagen alle nichts. Ich fand das auch furchtbar. Ja, ja. Aber da fand ich die Jana wirklich, habe ich die echt gefeiert. Ne? Die da. Ich auch. Das fand ich richtig gut. Ja, ich auch. Und deswegen fand ich es das schade, dass sie rausgewählt wurde, weil das so eine Botschaft vermittelt, wie machst du den Mund auf, hast du verloren. Weißt du? Ja. Und das fand ich echt schade. Ja, ja, das ist halt blöd so, wenn, muss ja kein Riesenfass aufmachen, aber wenn wir gesellschaftlich weiterkommen wollen, dann muss man auch mal sagen, ne, wenn da irgendwas nicht gut läuft, deswegen, genau, freue mich auch so, dass wir auch zusammen mal diese Interviews machen, weil das mal, ja, einfach mal Tacheles redet. Voll. Und das machen echt selten welche. Das ist, also ich merke dadurch selber, ich wachse dadurch jetzt nicht vielleicht ganz so schnell wie so ein Beauty-YouTuber oder wie so ein Vlogger, wo, ne? Ach komm, du bist ja schon richtig. Ja, böse. Aber trotzdem, ne? Also meine Meinung, ich eck natürlich schon auch an. Das ist aber klar, wenn man vor allen Dingen Meinungsblogger ist, weil nicht jeder vertritt die Meinung. Ja. Aber ich finde, genau das sollte man ja machen. Und dann wachst du lieber langsamer oder hab ein paar Kritiker, als dass wir Dinge nicht zur Sprache bringen oder da so wie jetzt bei Mike ansprechen. Ne? Sehe ich halt auch so. Ja. Ja. Na gut. Super. Vielen Dank, Yvonne, dass du da warst. Also genau, wenn ihr wollt. Tollen Kanal, werde ich verlinken, ihr Buch. Ja. Und wenn euch für mein Kurssystem raus aus toxischen Beziehungen interessiert, schaut ihr mal auf liebeschipp.de vorbei. Ich mache das echt auch. Ich bedanke mich nochmal. Ich danke, ich habe zu danken, ehrlich. Wir machen das parallel hoch, also guckt mal bei der Yvonne vorbei und wir werden bestimmt, habe ich das Gefühl, bestimmt nochmal wieder was machen. Also, absolut, absolut. Ich habe zu danken, Dankeschön. Ciao. Tschüss, ciao. Ciao.